Moin. Hehe. Eine neue Runde Transportfieber 2. So, ich habe jetzt im Off, ich habe das mal auf Pause, weil ich will euch mal was zeigen. Ich darf ja noch kein Review machen oder so. Ich weiß nicht genau, wann diese Folge kommt. Aber besser noch keine Einschätzung, sondern nur, was ich gemacht habe, was mir aufgefallen ist. Und zwar, es gab ja dieses Problem mit den Zügen. So, als erstes ist mir aufgefallen, der Personenzug hier unten, der da hochgefahren ist, der Moment, wo der losgefahren ist, hat der hier keinen Mucks mehr gemacht, ist stehen geblieben. Also nicht der, sondern der hier das Eisen holt, ist doch Eisen, ne? Eisen, genau. Der ist stehen geblieben und das, obwohl ich hier ein Signal hatte. Habe ich nochmal weggemacht, ging nicht. Habe ich ein Signal hier vorne hingemacht und da fährt er auch. Ja, weil er dieses hier nicht blockiert hat. So. Das war das eine. Dann die Sache mit den Linien. Ich lass mal laufen jetzt. Ja, das Pub hat sich eben aufgelöst. Das brauchte nur eine bestimmte Anzahl an Whisky. Leider wurde nicht gezeigt, was. Aber egal. So, wenn ich L drücke, wie bei Transportfieber 1, dann bin ich da. Das kann ich nur größer machen. Oder das. Ich kann es nicht verschieben, kann gar nichts. Dann sehe ich das. Wenn ich da unten hingehe, Linienübersicht, da kriege ich das Fenster. Das kann ich verschieben, das kann ich, weiß der Geier oder was? Ah, Autosave. Kann der Geier was machen? Und ich sehe dieses, wenn ihr seht, hier, das weg. L, weiß, das, das. Wenn ich, das ist eigentlich, das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt aber in dieser Ansicht sage, jetzt, okay, jetzt will ich gucken, Entschuldigung, an den Linien arbeiten mit Signal, ich wähle mit Signal, zack, Linienmanager. Ja, genau das will ich ja nicht. So, wenn ich jetzt aber das mache, das, um dahin zu gehen, Linienmanager weg, ist ein bisschen blöd. Sollte man vielleicht nochmal überdenken. So, was ich dann gemacht habe im Off noch, ich habe hier zwei Waggons dran gehangen, weil, wie gesagt, ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, es ist ein bisschen ziemlich einfach, ne? Wenn man, das mit Material wird mir ja nur so zugehauen. Ich habe da zwei Waggons dran gemacht, da zwei Waggons. Wenn man hier im, zum Beispiel hier, Configure Vehicle hingeht, wählt aus Ersetzen, ja, zum Beispiel Ersetze Fahrzeug, da kann ich auswählen, das kennt man ja, welches Fahrzeug, es wird aber diesmal sofort ersetzt, nicht im nächsten Bahnhof, sofort. Wo er gerade ist, wird das Ding sofort ersetzt. Deswegen hier diese minus 1,5 Millionen, weil ich habe den neu gekauft mit 8 Waggons und den anderen neu gekauft mit 8 Waggons. Hätte den natürlich auch ins Depot schicken können, wäre aber, und dann zwei Waggons dranhängen, wobei aber sobald man den Befehl gibt ins Depot und der hat Ladung, löscht er die komplette Ladung und es ist ja jetzt egal, wir haben 37 Millionen. So. Scheiß der Hund drauf. So, nächste Aufgabe ist Fischerei anschließen, das hatten wir ja schon in der nächsten Folge, die ist da unten, die ist da und die soll nach Glasgow. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach. Einmal hier lang, den Landweg, und einmal hier einen Hafen hin, zack, und das Schiff da fahren lassen. Da wir ja hier zwei Missionen machen und Co. Er macht immer noch, wie viel Whisky hast du eigentlich dabei? Ja, ist nicht mehr so viel. Kann ich eigentlich sehen, wie viel von den Dingern die jetzt hier verbrauchen von dem Whisky? Ist jetzt nicht so wirklich viel, ne? Und warum hat er dann nur 25 an Bord? Lass mal noch gucken hier. Also wir machen Plus. Ne? Ist jetzt nur durch den Kauf der Züge da passiert. Insgesamt machen wir Plus. Das ist hier nochmal Geschwindigkeitslimit. Warum denn nicht? Das war das. Was war's hier? Hier ist doch irgendwo dieses komische Pub. Da ist es doch. Dann mache ich das nochmal weg. Klick den nochmal an. Ist eigentlich alles mit dabei. Gibt es eigentlich hier noch andere Infos zu dem Ding? Kann ich eigentlich hier irgendwas sehen? Wo ist denn hier euer Problem? Wo ist denn der Haken? Da. 51 liegen da rum. 5. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Configure die Linie. Wie war denn das? Nee, so nicht. Man muss das so machen.
Configure das und dann muss man hier klonen. Diese Linie auswählen, klonen. Gewähltes Fahrzeug klonen. 1, 2, 3, 12 auf diesem Ding. So, normalerweise kommen die aus dem Depot raus. Das habe ich da unten eben nochmal getestet. Hier passiert nichts. Wo kommen die denn her? Habe ich noch ein zweites Depot hier irgendwo? Nein, habe ich nämlich nicht, ne? Die kommen normalerweise da raus, so wie es soll. Wo sind die jetzt? Also ich hoffe doch, dass die auch wirklich da sind, ne? Hier. Und da fällt mir ein... Wisst ihr, was mir einfällt? Warte mal. Was ist denn das hier? Kein Filter aktiv. Das ist das Lade, das ist das Terminal. Maximale Wartezeit. Vielleicht sehe ich es jetzt wieder nicht, ne? Wo stelle ich denn ein, auf was die Fahrzeuge ausgetauscht werden sollen? Stadtübersicht. Schau mal hier übrigens, diese zwei. Was war das? Das ist die Industrieübersicht, genau. Das ist nämlich dann, das habe ich letztes Mal auch besucht. Hier sind die Fahrzeuge. Schiff. Warum? Das Schiff? Und das aber, das neue, das kam wahrscheinlich eben erst an, deswegen 0 und der hat das noch. Okay. Das sind ja die, die eben erst eben da neu sind. Der will noch nicht so ganz, ne? Emissionen, gute Bedingungen, gut, das ist, Bedingungen heißt, das ist die Zugkraft, glaube ich. Ne, Vehikel Condition 52%. Wo stelle ich denn ein? Ganz blöd gefragt. Wann die getauscht werden sollen? Das kann doch nur hier sein. Übersehe ich wieder, ne? Ist mir jetzt aber auch egal. Erstmal. Wir testen das jetzt mal, indem wir hier ein Fischereidings hinsetzen. Das sonst ja anschließen. Passagier? Nee. Wir machen hier einen Güterhafen hin. So, schon mal gar nicht. Sondern so. Der ist jetzt schon da angeklickt. Wollte mal gucken, kann man den hier. Na, sogar nicht. Angeschlossen. Ich will nämlich hier Folgendes machen. Ja. Dock neben dran. Kann man nicht ausbauen. Also machen wir es so. Was hat er hier gesagt? Das Dock. Oh, ne. Ah, ist klar. Oh. Linie. Neue Linie. Fische? Die sollen nach da, die sollen ja nach Glasgow. Flupp. Da ging der, ne? Schiff. Fisch. Glasgow. Was immer da später nochmal kommen wird. So. Wo ist das Ding da? So, jetzt brauchen wir Wasser gekauft. Cargo. Wer sind hier schneller? Ladegeschwindigkeit, ja, aber von der Geschwindigkeit 40 so. Naja, das ist ja eine. Wenn wir mal gucken. Boah, 1,5 Millionen. 12 Jahre. 1,5 Millionen. Was heißt eigentlich Cargo klein und groß? Ist das nur hier dann? Aha, das ist noch ein kleines oder was? Mhm. Den kaufe ich jetzt mal. Und ich kaufe davon 2. Und knall die auf Fisch. Ich habe natürlich noch keinen. Warte mal. Stopp mal. Ich stopp das mal deshalb, damit er mir da schon Material hinlegt. Und zwar. Ich habe die übrigens angeschlossen. Könnt ihr gerne mal. Karl Otto, Karl Friedrich, habt ihr das ist aufgefallen, ne? Was da steht? Ist aufgefallen, ne?
Es wäre auch zu gut gewesen. Es wäre zu gut gewesen. Ach, Mist. Oh. Warte mal. Fahrzeugliste. So ein Mist. Schiff. Configure Schiff. Ich mach mal die Pause weg. So ein Mist. Du willst das Fahrzeug verkaufen? Ja. Du willst das Fahrzeug verkaufen? Ja. Linienmanager, Schiff. Weg mit dem Ding. Also Mist. Die wollen ja, dass ich einen Gleisen anschluss. Warum eigentlich? Hallo, ich will das abreißen. Okay, das wäre so gut gewesen. Fahren wir hier den durch. Ne, fahren wir nicht. Wir fahren hier außen rum. Okay, bis nach Glasgow. Dann machen wir mal hier jetzt. Dass der jetzt da steht, das ist okay. Nein, nicht bloß nicht abreißen, du Knalltüte. So. Wir konfigurieren den mal. Ich versuch's schon wieder. Plattform. Machen hier nochmal. Nee, warum da? Warum? Machen hier Trackstone. Das Cargo-Building ist ja... Nein, 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 was ist das eigentlich? Side-Entrance, okay. Ist eigentlich nur für die Optik. Was jetzt egal ist, weg mit dir. Wir haben ja hier Cargo. Wir donnern mit dem Ding hier durch. Ja. Und knallen hier in den... Toll. Der ist bitte nicht benutzt. Hast du jetzt schon umgebaut? Nee, Mist. Warte mal. Plattform, Cargo. Wieder nicht. Tracks. Small Main Building. Meter Main Building. Komm, was haben wir da dran? Da ist auch schon eine Straße angeschlossen. Okay. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Ein Flieger. Warte mal. Guck mal. Da kann ich jetzt nur den ganzen Bahnhof abreißen. Das ist ja auch interessant, ne? Wie hab ich denn das jetzt mal jetzt hier gemacht? Rex. Hab ich mir einen Tipp? So, jetzt ist es nämlich Cargo und so. Und jetzt will ich nämlich hier Cargo Building. Ich den da nicht dran. So krieg ich den da eigentlich nicht dran. Da gehst du halt mal hier weg, Alter. Man baut auch nicht so nah am Bahnhof, oder? So, Configure. Plattform. Bist du, ne? Ja. So. Tracks. Tracks. Baut ja schon wieder dahin. Und jetzt will ich irgendwie das Cargo Miss Small Side Building. Ich will hier. Oder muss ich da nochmal eine Plattform dran tüdeln? Eins. Zwei. Alter. Haust du mal ab, bitte.
Krieger. Da will er nicht wegen der Straße. So, und jetzt will ich hier. Seht ihr? Genau so. Alles klar. So. Was natürlich toll aussieht. So natürlich überhaupt nicht funktioniert. Okay. So. Wieso kann ich denn das jetzt nicht abreißen? Das macht doch den ganzen Bahnhof platt. Er ist ja blöd. Warte mal. Ich finde das ein bisschen blöd gelöst. Dass ich da nicht dran snappen kann. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Wenn nicht, reiße ich das ganze Ding wieder ab und setze wieder hin und mache einen Cargo. Wie dem jetzt auch sei, wir brauchen jetzt hier Gleise. Das sieht wirklich blöd aus, ich gebe es dir zu. Das konnte ich schon mal besser, muss auch erstmal lernen. Achso, hier, halt. Kopfbahnhof. Güter. 240. Wie Kopfbahnhof bewegt? Ja. Wieso snappen sie denn heutzutage nicht mehr da dran? Das finde ich ein bisschen blöd. Von der Optik her. Aluminium. Das ist dann was für Schönbauer, die dann. Neben dran bauen müssen, so Güter in den Wald rein. Wir donnern hier drüber und zwar mit dem linken Gleis. Dadurch. Durch die Stadt. Nicht oben drüber, nicht unten drüber. Wird schön Krach machen. Okay, dann weiter. So muss ich wieder näher ran, jetzt geht's wieder nicht. Tü-tü-tü-tü. So gehen wir da ran. Mal ran. Noch. Und guck mal, wie viel von dem Zeug da liegt. Du kannst du normalerweise auf dieser. Normalerweise, das ist so eine typische LKW-Strecke, ne? Hier, so. Könnten jetzt hier dran gehen, Kohle zu sparen? Ne, kann man nicht. Wieder nicht. Auch so. So. Werde hier lang. Wird der wieder aufgehalten, was mir eigentlich ziemlich egal ist. Da hat hier eh Full Speed. Und fährt hier raus. Fährt hier rüber. Fährt da dran. Die Fische draußen im Atlantik springen freudig ganz von selbst in die Netze. Und dank der Eisenbahn ist die Ware sogar noch frisch, wenn sie in der Stadt ankommt. Abteilwagen. Guck an. 60 km/h haben wir überhaupt keinen Zug, keine Lokomotive. Also scheint es ja zu funktionieren. Was dann im Endeffekt bedeutet. Zack. Zack und zack. Zack. Da muss ich nochmal hier die Dinger
Nee, der soll ja da durchfahren, den zwinge ich ja da durch. Hier ist er nicht mit verbunden, hier ist er nicht mit verbunden, hier ist er nicht mit verbunden. Und da nur ein einziger Zug da drauf fährt, interessiert das nicht. So, ich will nur mal die Linie machen. Neue Linie. Rums. Port William West. Das muss ich mal, die muss ich mal umbenennen, wie ich zum Beispiel in Fischerei habe. So, gehe nicht. Geht doch. Zug. Fischlinie. Erstmal in Kack bauen. So. Hier, 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 hier. Das passt. Da, 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 da. Da, 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 da. Bevor ich den jetzt losschicke. So. Fisch. Wie könnte ich doch eigentlich dieses Entladeding hier benutzen? Richtig? Was hast du für ein Radius? Das doch, weil ihr habt ein ja hier diesen Fisch, ne? Steinkreis hier. Wird dich in die Vergangenheit befördern, wo du dem ebenso mutigen wie leidenschaftlichen James Fraser helfen kannst, die entscheidende Schlacht von Culloden gegen die englischen Rotröcke zu gewinnen und damit Geschichte zu schreiben. Ja, und dann? Ich möchte ja gerne mal wissen, was genau ich denn machen soll, bevor ich zustimme. Die Steine geben ihr Geheimnis nicht allen preis. Beweise, dass du ihres Wunders würdig bist. Wie dies zu bewerkstelligen ist, das steht in den Sternen. Ja, ist mir jetzt mache ich erstmal das hier fertig. Ist ja kein Timer. Warte mal. Ach Gott, was war's denn jetzt wieder? Hier wird Krach gemacht und wie? Gott, was war's denn? Nein. 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 Hä? Aber jedes Mal liege ich hier verkehrt, ne? Das ist es. Verdammt nochmal. Ja, ist doch alles hier drin. Was wollt ihr denn? Also nehme ich den. Kutschezug. Ne, neue Linie. Neue Linie. Warte mal. Das Gelucke kommt ja hier an. Wird das jetzt hier entladen oder wird es nicht entladen? Warte mal. Kann ich eigentlich auch nur die Linie wählen? Oh ne, das ist Übersicht. Geh mal weg, die brauche ich jetzt nicht. Neue Linie, funktioniert das? Von unter Glasgow nach hier? Funktioniert nicht, wie ihr seht. Also ist das kein LKW-Anschluss? Wozu habe ich denn dann den? Finde ich jetzt ein bisschen... Ne? Mist, ey. Was habe ich denn den dann gebaut? Nur für die Optik? Naja, da ist ja dann noch dran.